Hallo Leute und herzlich willkommen zu, ich glaube, es ist die 11. Folge Pixelmon. Das würde ich jetzt mal sagen. Wenn nicht, dann steht es eh im Titel, wie viel das ist. Ist eigentlich nicht so wichtig. Und ich habe jetzt herausgefunden, warum sich dieses Ding nicht entwickelt hat. Das lag an meiner Schwester. Sie hat nämlich, eigentlich wollte sie ja auch ein Let's Play für mich aufnehmen. Da sind aber die ganze Zeit Leute reingekommen und haben gelabert und waren am Klo und dann hat man die Klospülung gehört. Das ist nämlich auch immer sehr, sehr toll. Und deswegen hat sie das mal abgebrochen und halt da hat sich's halt entwickelt. Und dann stand da oben halt, hier oben, es entwickelt sich, sie hat auf Abbrechen geklickt, also hat sich dann nicht weiterentwickelt. Ja, halt ein bisschen blöd. Aber das ist kein Problem. Man muss einfach nur mal ein Level dazu leveln. Und dann soll es eigentlich funktionieren. Wurde mir nämlich gesagt. Ich hoffe, das funktioniert auch. Und jetzt müssen wir halt erstmal das Viech da leveln. Ah ja, und übrigens, wir haben. Also ich habe herausgefunden, wer das mit der Zerstörung der Stadt war. Das waren ein paar Leute von der Stadt Blau. Die haben also einfach alles überfallen. Und ja, das wurde mir halt nicht gesagt und ich fand das einfach uncool. Ich finde es jetzt auch immer noch uncool. Was aber praktisch ist, ist, dass ich jetzt die Straße gebaut habe und das Pokémon Center neu gebaut habe. Das heißt, praktisch, sehr gut eigentlich. Und hier, es haben einige Leute in den Kommentaren geschrieben, dass man diesen Rand nicht wirklich oft sehen möchte und dass ich Fraps verwenden solle. Erstens möchte ich Fraps nicht verwenden, weil man dafür zahlen muss. Zweitens möchte ich Fraps auch nicht cracken. Drittens, möchte ich bei meinem Aufnahmeprogramm bleiben, weil ich das sehr, sehr angenehm finde. Und ja. Das passt. Und deswegen bleibe ich halt bei dem. Und ich kann es euch ja auch gleich mal zeigen, was passiert, wenn ich das aufnehmen möchte ohne diesen Rand hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Das können wir machen. So. Und da habe ich da einfach so in schwarzen. Keine Ahnung, was das ist. Und das ist ein bisschen. Naja. Brauche ich nicht. Und da habe ich halt auch unten einen schwarzen Rand und das ist ein bisschen unnötig und deswegen lasse ich das so. Ist besser als einen schwarzen Fleck im Bild. Und jetzt müssen wir erstmal ein paar ordentliche Pokémons finden, damit wir unser Karamell ein bisschen leveln können, damit es dann ein großes, fettes Pokémon wird. Ja. Gut. Ach, ich habe eh fast kein Leben mehr. Passt. Nice. Ich brauche ein bisschen mehr Schaden. Fire Fang. Okay, das macht genau gar keinen Schaden. Nochmal ein anderes Pokémon nehmen wir. Das da. Und haja. Gut, das hat nicht funktioniert. Dann versuche ich das Ganze mal mit Pikachu. Das vielleicht überlebt das ja. Nummer. Das da. Nochmal Thunderbolt. Hey, was? Wirklich? Willst mich doch verarschen. So, gut. Sehr schön. Gut, der Graveler ist auch schon zu 32 umgewandelt. Das ist natürlich immer gut. Jetzt werde ich mal mit die Pokémons heilen, weil die waren hier schon ganz schwach. Ah, und dann ist gleich da ein Trainer. Schauen wir mal, welches Level hat er. 29, genau, perfekt. Den knüpfe ich mir dann auch gleich vor. Ah, warum leckt es jetzt auch immer so? Okay, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, also ich freue mich schon, wenn sich die Viecher alle entwickeln. Das Pikachu sollte eigentlich zum Raichu werden, aber da ich es schon mit 49 gefangen habe, werde ich es nicht mehr, werde ich es nicht mehr entwickeln. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich glaube, dieses Ding, dieses Psycho-Ding entwickelt sich noch. Das Teil entwickelt sich auch noch. Das entwickelt sich zu so einem fetten Schildkröten-Ding.
Das entwickelt sich zu noch einem fetteren Stein. Ja. Und das Chamäleon hier, das entwickelt sich dann zu einem Drachen. Genau. Mir fehlen gerade die Wörter, ich weiß nicht wieso. Dragon Rage. Stirb, du hässliches Ding. Danke. Und ich habe herausgefunden, dass ein, wie heißt's, ein so ein nutzloser Fisch sich zu einem dass sich so ein nutzloser Fisch zu einem Garados entwickelt. Und ja, das habe ich herausgefunden. Und jetzt schauen wir mal diesem Viech beim Entwickeln zu. Oh mein Gott! Wow! Voll cool! Jetzt habe ich so ein Drachending. Aber es ist fast tot. Hm. Gut, mit Level 37. Passt. Ich glaube, ich kann langsam bei den etwas größeren mitspielen. Was sehr, sehr cool ist. Ja. Ich muss mal schauen, mit welchem Level sich dieses Steinding da entwickelt. Das kann ich hier gleich da so herziehen. Pixelmon Wiki. Das schaue ich da irgendwie nach, weil warum nicht? Gut. Graveler. Oder so. So. Zu einem Golem. Aber wann entwickelt sich der? Mit Level 25 zu einem Golem? Hä? Ach so. Okay, das muss man dann tauschen. Okay. Das werde ich mir dann mit irgendwem ausmachen. Ja, ja, stimmt. Das ist beim normalen Pokémon auch so. So, dann Wartortle. Wartortle. Das ist beim normalen Pokémon auch so. Und dann wird es zu dem hier. Shiny. Sieht nicht wirklich anders aus. Wow. Ab Level 36. Okay, gut. Und was brauchen wir noch? Ein. Okay, wie schreibt man das? Sigi. Genau, da ist es. Okay. So, was entwickelt sich das? Okay, ich glaube, das entwickelt sich so gar nichts. Nice. Das ist auch cool. Das bleibt einfach so. Okay. Stats. Type. Nein, ich glaube, das entwickelt sich wirklich zu gar nichts. Das Pikachu. Entwickelt sich das vielleicht auch noch? Ich habe ein Pikachu. Pikachu. Dann sollte mich eigentlich den Thunderstone, von wo soll ich den denn her bekommen? Mit Thunderstone Shards. Und von wo bekomme ich die? Ja. Wieso Thunderstone Stone user one can be overplaced with stone and high hay. Extreme hill. Okay. Ein Thunderstone. Okay. Das sollte ich irgendwie hinbekommen. Was haben wir? 8 Minuten, also fast 10 Minuten verbraucht, um irgendwas zu tun. Wow. Ich glaube, ich nehme mal das da und dann töte ich das Viech mal. So, und während wir hier kämpfen, futter ich nämlich was, weil ich habe halt noch nicht viel gegessen. Lull. 31. Okay, gut. Using an odd shockwave in any Pokemon of the same type in the area around it. Ich glaube, ich nehme das da so. Gut, jetzt bin ich nicht zum Essen gekommen. Egal. Oh, da liegen Federn rum. Nice. Aber ich glaube, ich habe eh irgendeinen Shard. Egal. Wupp. Dann ich mache das jetzt einfach mal so. Oh, dann machen wir das gleich so. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel bringt.
Ja, das bringt einiges. Hier. Machen wir weiter. Gut. Wow. Das... Was? Ach so, ich hab... Oh. Okay. Ja. Welches Level bist du? Ja, das schaffe ich. Pew. Water Pulse. Okay, das macht doch nicht so viel Schaden. Oh mal Bubble. Okay, das bringt wirklich nichts. Okay, ich nehme ein anderes Pokémon. Ein Karamel. Dragon Rage. Nice. Das Viech sieht schon richtig krass aus. Und irgendwann können wir mit dem Ding auch fliegen. Aber ich weiß nicht wann. 32 Aqua Tail. Mama, statt dem Beiten. 38, nice. Ich glaube, dass das Fliegen muss man mit seinem TM erlernen. Aber ich weiß nicht, ich verstehe nicht ganz, wie das geht mit den TM-Dingern da. Ich habe zwar einige gefunden. Nein, gegen die Dinger kämpfe ich nicht mehr. Ich finde die blöd. Ich habe zwar ein paar gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich die einsetzen muss. Das muss ich auch mal nachschauen. Aber nicht jetzt. Ah ja, stimmt. So einen hässlichen Fisch wollte ich mir fangen. Mit welchem Level entwickelst du dich? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Gut, okay. Ich glaube, das sollte gehen. Machen wir das mit einem Blitz-Pokémon. Nein, das ist ein bisschen zu hoch. Machen wir das mit dem Pokémon hier. Aircutter. Ups. Okay, ist tot. Das hat gut funktioniert. Habe ich nicht noch ein Boot dabei? Ja, habe ich sogar. Nice. Nein. Boah, schwimmen hoch. Blub, 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 blub. Und aussteigen. Aussteigen, habe ich gesagt. Lul, wie fährt es weiter? Wie geht sich das aus? Hallo. Nein, keine gute Idee. Fischis. Also sie entwickeln sich schon in ein Garados, da war ich schon richtig. Aber sie sind halt ein bisschen blöd zum Trainieren. Weil ja, die sind nämlich ein bisschen nervig. Gut, ich muss es nur noch mal finden. Ich glaube aber auch, dass man das mit einer Angel machen kann. Das sollte eigentlich auch gehen mit einer Angel. Ich weiß es nur nicht genau. So, hopp. Rein da. Sag mir nicht, dass du schon wieder ein unsichtbares Pokémon bist. Mhm. Mann, das kann's doch nicht sein. So viele unsichtbare Pokémons hier. Gut, dann futter ich jetzt mal was. Ich hab Hunger. Lecker. ja. Gefunden. Komm her. Du hässliches Ding. Du häsliger Hoodie. Oh, noch schlimmer. Okay. Ich glaube, ich habe zu hohe Pokémons. Mit zu hohen Pokémon funktioniert es dann auch nicht. Okay, ich lasse das Boot einfach. Verpiss dich. Ich mag dich nicht mehr. Mit zu hohen Pokémon geht das nämlich auch nicht. Ich glaube, ich hole mir ein niedrigeres. Dürfte ich ihn noch in dieser Pokémon-Box haben? Essen. Während einem Let's Play ist sehr, sehr professionell. Kinder, immer abschauen von mir, gell? immer mir nachmachen. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass ich Hunger habe, oder? Ich hätte auch vor dem Let's Play essen können. Aber das ist langweilig. ich brauche das Pokémon Center. Kann ich auch direkt noch heilen? Dann hole ich mir noch ein Pokémon.
So. Ich glaube, das soll rein. Das ist nämlich Level 19. Uiuiuiui. Ich mache wahrscheinlich auch viel zu viel Schaden. Fischi, Fischi, Fischi. Komm her. Gut, gut, gut. Komm her, Fischi. Ich könnte mir aber auch eine Angel basteln. Ich glaube, das wäre schlauer. Dann laufe ich mal schnell nach Hause. Weil zuerst futter ich noch die Melonen. Lecker Millionen. Ich futter die Millionen. Millionen. Gut. Oh, meine Nase tut weh. Gut, gut, gut. Ich habe auch schön viel vorproduziert. Das ist nämlich richtig krass. Ich habe jetzt, es ist alles schon hochgeladen, was ich gemacht habe. Und ich wollte eigentlich noch linken gehen, egal. Ist eigentlich alles schon hochgeladen. Aber noch nicht öffentlich, weil das kommt irgendwie komisch, wenn ich dann manchmal voll produktiv bin und dann manchmal wieder nicht und dann kommen 2 Wochen keine Videos. Und ich mache das lieber ein bisschen regelmäßiger, dass ich nicht 5 Videos auf einmal kommen. Ich glaube, das wäre ein bisschen komisch. So, ich glaube, da braucht man einmal das hier, einmal das hier, einmal den Pokéball. Da bekommt man so irgendwie eine normale Pokémon-Angel. Nein, doch nicht. Wie ging das? Ich weiß es nicht mehr. Na, egal. Ist auch egal. Ich muss... Ach so, Entschuldigung. Ich musste gerade niesen und ihr wollt mich wirklich nicht niesen hören. Ich niese wie... Weiß ich nicht was. Ich niese richtig, richtig laut. Und ich glaube, das tut mir in den Ohren weh. Als dass es irgendwie lustig ist. Oh... Gott. Deswegen habe ich nämlich gerade mein Mikrofon deaktiviert. So, sehr schön. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Ich glaube, ich beende die Folge mal hier. Und in der nächsten Folge werde ich dann mir in hässliches Pokémon fangen, so ein komisches. Oder zuerst brauche ich noch das hier. Und den Knochen habe ich bekommen. Nice. Gut, okay, dann bis zum nächsten Mal und immer schön schokoladig bleiben.